Hallo, grüß euch. Ich mache heute ganz was Leckeres, und zwar nicht nur Spinatknödel oder nicht nur Käsknödel, sondern Spinatkäsknödel. Dafür habe ich ein Knödelbrot. Das ist bei uns das klein geschnittene Weißbrot. In Deutschland ist das ein bisschen anders, aber es bleibt sich gleich. Es ist ein bisschen anders geschnitten. Ich habe da zwei Schalotten, habe ich in Butter ein bisschen angeschwenkt, ein bisschen glasig werden lassen. Dann die Milch heiß werden lassen, Salz, Pfeffer, die Milch und die heiße Milch drüber geschüttet. Und jetzt habe ich gewartet, bis es abkühlt, damit ich es auch mit den Händen angreifen kann. Dann kommt da dazu 3 Eier. Nachher tue ich auch gerne ein paar Löffel Brösel dazu. Ich tue am zuerst 3 Löffel, und wenn der Teig noch zu weich ist, dann tue ich einfach einen Löffel dazu. Und einen Löffel Mehl. Und wie gesagt, das tue ich nachher abschätzen, wenn ich die Knödel gemacht habe. Dann habe ich da, ich habe heute einen gefrorenen Spinat genommen. Den braucht es nicht blanchieren, den braucht es nur schneiden ein bisschen und ausdrucken, dass er nicht, dass die Knödel nicht durch den Spinat, durch Spinatwasser viel zu weich werden. Und dann habe ich da, ja, lassen wir es da raus, wenn es auch geht. Kein Problem. Ich lasse da jetzt ein bisschen. Das ist ein Appenzeller, der hat ein bisschen einen Bums. Also der schmeckt einfach ein bisschen rasser, und deshalb nehme ich den her. Und jetzt tun wir einfach alles schön zusammenkneten. Nicht zu fest kneten, sondern einfach leicht untermischen. Weil ich mag ganz gern, wenn man das Knödelbrot noch ein bisschen sieht. Ich mag es jetzt nicht so ganz fein. Kann sein, dass ich da noch ein Ei dazu brauche, aber das tue ich immer erst entscheiden, wenn der Tag fertig ist. Ein Ei werden wir vielleicht noch brauchen oder auch nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Das müsst ihr einfach irgendwann im Gefühl haben. Ich tue zwar das genaue Rezept rein, aber dass ihr es wisst, wie der Tag ungefähr sein muss, dass euch die Knödel nicht verkochen. Ich tue sie in Dampf garen, dann verkochen sie von Haus aus nicht. Aber im Wasser müssen wir einfach genauer sein. Gell? Und der Käse ist ein bisschen ein geschmackiger Käse, und das passt einfach super. Und ich habe jetzt da nicht den passierten Spinat genommen, ungefrorenen, den könnt ihr natürlich auch nehmen, sondern ich habe den einfach blanchierten ganzen Spinat genommen. Und der geht natürlich auch zwei klein schneiden und nichts mehr tun. Ich mache jetzt die Hände ein bisschen nass, nehme einen Löffel, und mit den nassen Händen geht Knödelformen einfach besser. Zusammendrucken, dass sie auch gut heben und ein bisschen rund machen. Ich tue beim Dampfgarer immer eine Küchenrolle drunter, dann habe ich es nachher überhaupt kein Problem beim Ohr tun, weil sie nicht picken. Nur wenn sie eine Küchenrolle drunter tut, müsst ihr sie relativ schnell antun, weil wenn die antrocknen, dann geht sie schwerer an. Also einfach, wenn sie es fertig habt, die Knödel außer und einfach da weg tun und das Papier weg. Dann geht das super gut. Ich mache jetzt da die ganzen Knödel. Also ich finde, dass die Konsistenz ideal ist. Könnt ihr euch danach richten. Ich mache jetzt da die ganzen Knödel. Tue sie in den Dampfgarer, so 25 Minuten. Und dann zeige ich sie euch, wenn sie fertig sind. Gell? Viel Spaß dabei.
schauen meine Knödel aus. Wunderbar. Riechen hervorragend nach Käse. Das, was mir sehr wichtig ist. Und das tun wir schön präsentieren. Dann tun wir da so Parmesan-Schnitzel auf. Das ein bisschen schön ausschaut. Und eine braune Butter. Die Butter ganz langsam einfach warm werden lassen. Nicht auf volle Bulle, sondern ich tue es ungefähr auf 6, 6,5 und lasse sie in Ruhe braun werden. Weil sonst verbrennt sie euch und dann schmeckt es nach nichts mehr. Schaut das nicht schön aus? Wir lassen uns das jetzt schmecken. Hoffentlich macht sie es nach. Ist nichts dabei. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag und pfiat euch bis zum nächsten Video. Pfiat euch. Herrlich flammig. Ein Traum. So schaut es dann aus. Die Fäden vom Käse. Super.